Hi ho und willkommen zu meinem Video. Ja, ich habe euch... Ich habe was Interessantes festgestellt. Ich habe ein Gespräch geführt vor ein paar Wochen mit meiner Mutter. Und dieses Gespräch war über... Ja, also zurzeit ist ja diese Geschichte mit Afghanistan. Und da hat meine Mutter mir was erzählt, was sie mal vor vielen Jahren in einem Schulbuch gelernt hat. Und zwar, dass in Afghanistan ganz viele, ja, so wie Dorfgemeinschaften sind oder so Familienclans oder ich weiß nicht, wie man das genau sagen soll, weil ich kenne es nicht. Und deswegen werde ich euch davon noch nicht viel erzählen können. Und ich werde euch ja jetzt auch nur Halbwissen mitteilen können. Aber meine Mutter hat erzählt, dass die Taliban eigentlich keine Terrorgruppe ist und auch keine Miliz oder so, sondern einfach nach dem Wissen, was wir hatten, eine Dorfgemeinschaft oder eine Gruppierung oder wie auch oder ein Stamm. Ein Stamm, ja, so nennt sich das Wort. Ein Stamm von Bürgern in Afghanistan. So. Dann habe ich das so gehört, habe es als Fakt abgelegt und fertig war es. Ja. Warum auch nicht? Hat meine Mama mir erzählt. Jetzt habe ich dann ein paar Monate später, oder besser gesagt schon vor ein paar Jahren, hat mein Bruder mir eine Geschichte erzählt. Er kommt aus Nepal und er ist jemandem begegnet, der einen Witz machen wollte, aber der war eben furchtbar schlecht. Zum Thema Sherpas. Und da hat mein Bruder mir erzählt, dass der Mann gesagt hat, ob er ihm nicht die Tasche auf einen Berg hochtragen würde. Meine erste Reaktion war so, ja, gut. Meinen Bruder zu fragen, finde ich blöd, aber machen Sherpas das nicht? Weil, als ich ein Kind war, oder was gesagt, ein Teenager, in meinem Schulbuch stand, Sherpas tragen Leute Sachen auf den Berg und sind Bergführer. Das war mein Wissensstand. Mein Bruder hat erzählt, dass als er zur Schule gegangen ist, in Nepal, in ihren Schulbüchern stand, alle Deutschen sind Nazis und Rassisten. Sein Wissensstand, bevor er hier nach Deutschland kam. Worauf will ich hinaus? Was will ich euch gerade erzählen? Worum geht's eigentlich? Ich habe dann mit meinem Bruder geredet. Mein Bruder hat gesagt, nein, Sherpas ist ein großer, anerkannter Berufszweig in Nepal. Die sind nicht da, um den Leuten Sachen hochzutragen. Die sind Fremdenführer, das ist ein wirklich sehr, sehr wichtiger Beruf. Und die sind auch wirklich wichtig für die Gesellschaft in Nepal. Und ich dachte mir so, ach, ich dachte immer nur, das sind Leute, die nur Koffer tragen und so, machen die ja nichts. Nein, mir so gedacht, aber dann steht ja was Falsches in meinen Büchern, in unseren Büchern. Da habe ich so gedacht, Mein Bruder hat, als er hierher gekommen ist, gelernt, es gibt nicht alle Deutschen sind so, wie es in den Büchern beschrieben wird. Und so schlimm ist es auch, also es ist schon nicht, na gut, wir können jetzt sagen, was wir wollen, aber wir haben ein kleines Rassismusproblem, aber nicht klein, aber gut, es gibt es, aber es ist nicht so schlimm, wie es in den Büchern beschrieben wird. Zum Thema Afghanistan, ich habe Nachbarn, wo ich gerne mal ihn fragen würde, wie das ist. Weil viele Dinge, und zwar wirklich sehr viele Dinge, die wir lernen übers Fernsehen, über die Bücher, über alles Mögliche. Oder auch zum Beispiel habe ich vor ein paar Tagen ein Video angeguckt, in dem wurde erzählt, also es war ein Bericht über das Thema China. Und was er gesagt über, Tibet, dass die Leute da, also das war so ein Video, wo sie dann erzählt haben, wie es in Tibet so ist, dass die Leute in Tibet ja so frei leben. Wo ich mir dann auch gedacht habe, ach wie nett, das ist doch schön, die haben es nett. Kurze Zeit später habe ich ein Video angeschaut von einer Frau, die in Tibet gelebt hat, lange Zeit. Die hat erzählt, in Tibet leben die Leute überhaupt nicht frei. Denn ihr Prinz ist seit Jahren entführt und die wissen seit Jahren nicht, was mit ihrem Thronerben passiert ist. Und da habe ich mir so gedacht,
Das habe ich jetzt auf Anhieb eigentlich gerade gelernt. Dann habe ich mir nochmal einen Bericht angeschaut. Das war so ein wirklich ein langer Bericht über das Thema Brasilien, wo erzählt wurde, dass in Brasilien viele Superreiche leben, dass der Strand so schön ist und so weiter und so fort. Da habe ich mir so gedacht, aha, da hat es nämlich bei mir das erste Mal wirklich Klick gemacht im Kopf, wo ich mir dann gedacht habe, aha, weil ich mir gedacht habe, in Brasilien soll es schön sein, da sollen Superreiche leben. Kann sein. Aber die Mehrheit der brasilianischen Bürger ist stinkearm. Und ich meine jetzt nicht nur so ein bisschen arm. Ich spreche von einem Armutslevel, das selbst unsere Armen nicht kennen. Ich spreche von so einem Armutslevel, dass es, als ich ein kleines Kind war, ich war nicht mal 2 Jahre alt, wo ich zu meiner Mutter gesagt habe, Mama, mein großes Lebensziel ist es, alt zu werden. Ich will 18 werden. Alt. Das war meine Definition von, ich bin wie eine Oma. Mit 18. Das war wirklich so als Kind. Aus dieser Welt rauskommend, dachte ich, Menschen werden nicht über 18 Jahre alt. Ich kannte es nicht, dass jemand über 18 wird. Das muss man sich mal überlegen. Wenn man hier die Standards sieht, wie in Deutschland, wo wir 90-Jährige haben, 100-Jährige, und das vergleicht, dass jemand sagt, ich will 18 werden, weil dann bin ich wie jemand, der 100 wird. Und dann einen Bericht zu sehen, in dem erzählt wird, wie schön es in diesem Land ist. Wo die Leute sterben wie die Fliegen, wo die Drogen unglaublich grassieren, wo es normal ist, dass 2 Leute pro Tag neben dir erschossen werden, wo ein Kind rauskommt und so schwere Traumata davonträgt, dass es die, wenn es jemand die erzählt, dieser Mensch erzählt eine Horrorgeschichte. Und zwar eine Lügen-Horrorgeschichte. Obwohl es die Wahrheit sagt. Wo es dieses Kind jahrelang immer wieder zu hören bekommt, du lügst doch bloß, du hast doch keine Ahnung, wie kannst du sowas erzählen? Wo hast du sowas aufgeschnappt? Aus dem Leben. Aber das glaubt einem keiner. Und wo es dann das im wahrsten Sinne des Wortes verdrängt, weil es so schrecklich ist. Und darüber wird erzählt, dass es so schön sei. Also, wenn die erzählen, da ist es so schön. Und über andere Länder irgendwelche andere Sachen erzählen. Habe ich jemals mit Leuten geredet, die dort leben? Und ich meine jetzt nicht mit Leuten, die da leben, wo aus der Oberschicht kommen oder der Mittelschicht, sondern haben die auch mal mit den Leuten geredet, die Mehrheit macht, nämlich die Leute aus der unteren Schicht. Oder die Leute, die Kultur wirklich versucht haben zu verstehen und nicht nur so dieses, wir machen jetzt mal einen Bericht, fahren 2 Wochen dahin, machen ein schönes Video, fertig ist, sondern wirklich mal sich in die Kultur reinarbeiten und wirklich die Leute aufklären. Warum? Schaffen wir es nicht, miteinander zu reden und uns wirklich auszutauschen und Leuten zu glauben. Vor allem, das ist die Sache, zu glauben, wie die Lebensrealität ist. Und wieso reicht es vielen Leuten, einen Bericht zu sehen nach dem Motto, wir fahren jetzt mal die typischen Touri-Hotspots ab und dort, wo wir dann, und dort, das ist die Lebensrealität, das, was das Land will, das man sieht. Aber das, was das Land nicht will, das man sieht, das existiert auch nicht. Das wäre auch komisch. Und die Leute, die dann über solche Elendsgeschichten aufklären, die sind dann oft so, dass sie dann belächelt werden nach dem Motto, ja, ist schon klar. Oder auch so eine Sache, wo ich finde, wo viel zu oft unter den Tisch fällt, ist Afrika. Es gibt immer so dieses. Wenn jemand, wirklich ein Mensch, der in diesem Land lebt, sagt, wir leben in der dritten Welt. Das ist doch traurig. Wenn der denkt, dass sie da keine Chancen hätten. Wenn man sich überlegt, dass die Leute da groß werden und denn ihre Lebensrealität ist wirklich düster, finde ich. Also ich meine, für meinen Teil, ich habe ja wirklich wenigstens, ich bin rausgekommen und ich hab erfahren, ich bin jetzt bei meinem Lebensziel 18 werden, wirklich weit drüber. Ich bin 10 Jahre über 18. Ich meine, wenn ich mir jetzt vorstelle, dass ich meinem alten Ich begegne, boah, das würde mich für uralt halten. Aber wenn ich mir vorstelle, dass es Leute gibt, die von ihrem eigenen Land oder besser gesagt von anderen Ländern nicht mal was wissen können, weil sie nicht die Chancen haben, überhaupt irgendwelche Bildung zu bekommen, ob es richtig oder falsch, dann finde ich das traurig.
wirklich richtig traurig. Und ich finde irgendwie, dass wir Menschen eine Sache ganz schön vergessen haben. Das miteinander reden, das Austauschen, dass Kulturen von anderen nicht nur, wenn sie uns gefallen oder Teile davon uns gefallen, sie anzunehmen und zu versuchen zu imitieren, sondern auch wirklich mal die kulturellen Hintergründe danach zu hinterfragen. Weil einfach bloß irgendwelche Phrasen rauskloppen nach dem Motto Dios mio. Ja, wissen wir, was die Spanier eigentlich uns damit wirklich ausdrücken wollen? Ich meine, hat mal jemand gefragt, einen Spanier gefragt, was möchtest du uns genau sagen, wenn du sagst Dios mio? Und dieses, ja, einfach mal nicht nur die schönen Worte und die schönen Aspekte eines Landes oder die schön gefärbten Berichte an sich anzunehmen, sondern auch einfach mal von Leuten Büchern lesen oder irgendwas, die wirklich in die Kulturen, in den Kulturen drin waren und die wirklich mal versucht haben, da mehr zu erfahren. Und einen Tipp habe ich noch von Galileo Lampen und diesbezüglich gar nichts. Also ich glaube denen kein Wort mehr. Wirklich nicht. Bei mir ist vorbei. Ach, so, ich muss jetzt leider Gottes das Video beenden, weil ich habe mir einen fiesen Schnackenstich eingefangen und der juckt wirklich fies. Wo wir übrigens wieder beim witzigen Übergang sind, weil in Brasilien gibt es, glaube ich, ganz schön viele Schnaken. Gibt es in Brasilien Malaria, Mama? Was? Gibt es in Brasilien Malaria? Ja, könnte sein. Weil meine Eltern zum Beispiel, als sie mich adoptieren gegangen sind, die sind nicht nur gekommen, um ein Kind abzuholen, sondern die haben auch angucken wollen, wo ich herkomme, damit sie mich besser verstehen können, wenn da irgendwann mal was ist. Und wenn sie das nicht gesehen hätten und mir immer nur gesagt hätten, kann nicht sein, dann wüsste ich nicht, wer ich heute bin. Weil mit einer Kultur zu leben und mit einem Leben zu leben, das sich viele nicht vorstellen können, ist nicht leicht. Weil die meisten glauben es dir nicht, weil sie es sich nicht vorstellen wollen. Und dann fragen sie auch nicht. Aber einfach mal fragen, wie ist es denn? Und zwar nicht irgendwie jetzt Hans August fragen, wie ist es in Afghanistan, sondern fragt mal einen Mann, Mehmet oder einen, oder irgend, ich weiß nicht mehr, ob es, oder einen Mohammed oder eben irgendjemanden, der aus dem Land kommt und der euch wirklich erzählen kann, wie es dort ist und wie die Geschichten hinter den Sachen sind. Ja, das ist so mein Tipp für euch fürs Leben. So einfach mal, wenn ihr mehr über Kulturen wissen wollt, nicht aus Büchern lernen, sondern von den Menschen lernen. Weil die können euch am allermeisten erzählen. Und die erzählen euch die Geschichten, die nicht überall stehen und die nicht bekannt sind. Ja, schreibt mir mal gerne in die Kommentare, ob ihr auch schon mal sowas erlebt habt oder nicht. Und wenn euch mal jemand fragt nach der deutschen Kultur, dann erzählt ein bisschen was von Deutschland. Auch wir haben noch vieles, wo wir der Welt zeigen können, dass sich geändert hat. Wir sind nicht mehr die Deutschen von damals. Und wir können es beweisen. Wir können es beweisen, indem wir auf andere Kulturen zugehen und mit ihnen uns austauschen. Aber nicht versuchen, diese Kulturen irgendwie umzukrempeln, sondern wirklich nur mal einen Austausch zu haben. Ihr könnt aber auch gerne auf Twitter oder Facebook schreiben oder eine E-Mail an die bell.read@outlook.com. Ich wünsche euch jetzt eine wunderschöne Zeit. Wir sehen uns. Bis bald. Tschüss.